Ja, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Das ist der letzte Vortrag in diesem Vortragsblock. GeoTIFF, denke ich mal, kennt jeder, der in diesem Raum sitzt. Inzwischen gibt es auch cloud-optimierte GeoTIFFs. Was ist das? Wozu brauche ich das? Welche Vorteile hat es? Das erklärt uns jetzt Christian Strobel. Ja, grüß Gott, ich freue mich, dass ich heute einen Vortrag über das Thema halten kann. Ich arbeite im DLR in Oberpfaffenhofen, am Deutschen Fernerkundungsdatenzentrum. Und wer das auch immer hier eingeteilt hat, das passt perfekt zum letzten Vortrag. Beim letzten Vortrag ging es ja darum, wie kriegt man die Daten über eine Infrastruktur an den User. Und jetzt geht es eigentlich darum, wie müssen die Daten aufbereitet und strukturiert sein, dass der User auch was damit anfangen kann. Ich mache jetzt ungern mit diesem ESA-Bashing weiter, was hier so kursiert, obwohl eigentlich, glaube ich, die wenigsten wirklich genau wissen, was die ESA alles macht. Möchte kurz sagen, seit 2014 sind da 7 Satelliten gestartet. Wir kriegen täglich 40 Terabyte Daten rein und die ESA auch schafft es kaum, mit dem natürlich Schritt zu halten und hinten so viele Festplatten reinzustopfen, wie vorn Daten reinkommen. Und insofern sind natürlich so Technologiewechsel, wie der Volker das vorstellt, wahrscheinlich im Augenblick gar nicht so einfach für die ESA, weil die kämpfen einfach damit, dass sie Schritt halten. Das wird bloß sagen, und wenn man jetzt die Sentinel-Daten mal anschaut, was da überhaupt alles da ist, ist das in Sachen Fernerkundung der absolute Game-Changer. Wenn man sich überlegt, was bis vor kurzem mit den Paul-Landsat- und MODIS-Daten von der NASA möglich war und was heute mit den Sentinel-Daten von der ESA alles erreichbar ist. So, jetzt das war meine kurze Verteidigungsrede zur ESA. Wir haben auch, das habe ich gestern vorgestellt, ein deutsches Zugangssystem für Sentinel-Daten, das heißt Code.de. Das lohnt sich vielleicht auch für den einen oder anderen mal anzuschauen. Da gibt es ja auch sicher noch das Video von dem Talk von gestern, wo die einzelnen Schnittstellen erklärt werden. Und jetzt komme ich dann zu der Motivation. Als ich das erste Mal von diesem Cloud-Optimized GeoTIFF gehört habe, ist mir eigentlich sofort irgendwie der Gedanke gekommen, was ist denn das eigentlich? Ich habe dann gegoogelt und man landet eigentlich wie fast immer irgendwo auf GEDAL-Seite. Und die Motivation, glaube ich, da gibt es sicher den ein oder anderen OSGeo-Internen, der dann sagt, das hat der Arnulf mit dem Jeff nach dem dritten Bier mal ausgeklügelt. Oder der Ivan hat das mit dem Frank, weiß ich nicht was, das weiß ich alles nicht. Ich weiß jedenfalls, dass die Quellen für das Ganze eigentlich bei der, auf der GEDAL-Seite liegen und es hängt mit diesen virtuellen Filesystemen zusammen, die GEDAL seit 2-3 Jahren unterstützt. Und der Vorteil dieser virtuellen Filesysteme ist jetzt, ich kann zum Beispiel ZIP-Dateien, muss ich nicht mehr auspacken, da habe ich immer ein Beispiel, sondern ich kann direkt auf den Datensatz zugreifen. Das dauert natürlich, weil das muss ja intern, wird er da auch darauf zugreifen, aber er wird nicht mehr extra ausgepackt und ich kann praktisch hier dann den Inhalt von meinem TIFF-File, von meinem ZIP-File sehen und kriege die komplette Information. Das Gleiche geht auch mit FTP, HTTP-Servern oder auch mit S3-Buckets von Amazon. Ich habe mir da extra so ein Konto besorgt und bin voll ins Risiko gegangen. Ich habe da Daten hochgeladen und da gibt es jetzt zum Beispiel die Möglichkeit mit einem auch einem neuen Befehl GEDAL Location Info kann ich direkt mir für einen bestimmten Punkt, ich versuche es mir, ob es geht, ich habe vorher die Credentials eingegeben, es geht sogar ziemlich schnell, also dieser Datensatz liegt jetzt bei Amazon und ich suche jetzt für die Koordinate 00 irgendwie mehr den Value 3, das ist jetzt in dem Fall bei dem Bild oder bei dem Datensatz, den ich jetzt dann bespreche, ist das jetzt Wasser. Ich kann auch GEDAL-Infobefehl drauf ausführen, kriege ja auch relativ schnell ein Ergebnis, 1,62 Sekunden. Und ich kann auch die Daten partiell runterladen. Ich kann mir hier zum Beispiel einen Ausschnitt, ich habe jetzt hier von minus 10 bis plus 10 und nördlicher, also in Breite und Länge als Ausschnitt geholt. Dann dauert das jetzt hier ein paar Sekunden. So schnell kann ich gar nicht runterscrollen, ist schon da. Und wenn ich das dann darstelle, das Bild, dann ist praktisch das hier sofort runtergeholt. Und hier kommen wir jetzt auch zu dem Grund, warum es Cloud-Optimized GeoTIFF braucht oder was das Besondere dran ist oder das Nicht-Besondere. Das ist nämlich, man sieht es, gut, wenn man die Daten kennt, sieht man es, sonst sieht man es wahrscheinlich nicht, dass das jetzt nicht voll aufgelöst ist, sondern das wird genau aufgelöst für diesen
Parameter, den ich hier angegeben habe, nämlich wie gesagt, der Output-Size soll nur 1% der Gesamtgröße betragen. Das heißt, es wird jetzt nicht der gesamte, es werden nicht die gesamten Daten in voller Auflösung runtergetragen, sondern sie werden komprimiert. Und diese Komprimierung ist schon vorbereitet, weil das Image nämlich Overviews hat. Und damit sind wir jetzt eigentlich bei dem ersten Punkt, das ist ein bisschen Theorie, was Cloud Optimized GeoTIFF eigentlich ist. Das enthält nämlich sogenannte Overviews. Alle, die aus der Fernerkundung kommen, die kennen das als Pyramiden oder die früher mal mit ArcGIS arbeiten durften, mussten, was auch immer. Die wurden ja immer gefragt, wenn man ein neues GeoTIFF oder ein neues Rasterdatei geladen hat, möchten Sie jetzt Pyramiden bilden? Und da musste man immer auf Nein klicken und hat irgendwo mal das in den Options gefunden, um das abzustellen. Und genau das passiert hier. Also Pyramidenbildung, komme ich dann gleich noch darauf zurück, was das ist. Das ist, oder ich sage es am besten gleich, das ist immer eine Reduzierung der Auflösung. Man macht eigentlich ein neues Bild mit der reduzierten Auflösung und stapelt das so übereinander und hat dann am Schluss, wenn man zum Beispiel jetzt 4 oder 8 Overviews bildet, hat man halt das nächste Overview hat dann genau die Hälfte der Auflösung, das übernächste ist Viertelte, ein Achtel, ein Sechzehntel und so weiter. Und bei 8 kommt man dann bis zu 256 und hat halt so nur ein 256stel der Daten. Das nächste ist, dass es in Blöcke unterteilt ist. Das ist der gegenteilige Fall. Das ist nicht, wenn ich rauszoome, sondern wenn ich reinzoome, wird es dann schneller. Das sind die sogenannten Tiles. Und diese zwei Sachen ist eigentlich bis jetzt nichts anderes als alter Wein in neuen Cloud-Schläuchen, weil das eigentlich genau das ist, was man eigentlich seit Jahren macht, wenn man zum Beispiel so Daten für einen Geo-Server oder für einen OGC-Service und einen Map-Server aufbereitet. Dann gibt es schon gibt es irgendwelche Empfehlungen, Blogposts seit über 10 Jahren, wie man das halt macht, vom Frank noch, dass man halt zuerst die Overviews bildet, dann die Tiles, damit man halt einfach das performant streamen kann, auch über normale OGC-Services. Also das ist eigentlich jetzt nichts Neues. Was jetzt ein bisschen was Neues ist, ist, dass der Header von dem TIFF und das sogenannte Image-File-Directory, was in diesem Header drin ist, schön geordnet ist. Ich habe hier so ein Beispiel von so einem Post auch von Planet, wo das hier ganz schön dargestellt ist, also ein schönes Cloud-Optimized GeoTIFF ist, wo das einfach geordnet ist, wo zuerst Directory oder die Daten oder der Overview kommen mit der geringsten Auflösung, je weiter ich dann reingehe, umso besser wird die Auflösung und dadurch hat man einfach einen schnelleren Zugriff. Auf der rechten Seite sieht man, wie sowas halt nicht optimal funktioniert. So, das war es jetzt eigentlich schon zu dem Thema, was kann ich mit einem Cloud-Optimized GeoTIFF machen. Und die Bedeutung, die es hat, ist nochmal das, es gibt, damit komme ich jetzt wieder zur ESA zurück, halt, die unterschiedlichsten Dateiformate, gerade im Fernerkundungsbereich. Also Sentinel-1 hat zum Beispiel GeoTIFF, Sentinel-2 hat JPEG 2000, Sentinel-3 hat NetCDF, NetCDF ist ja selbstbeschreibendes Format, also mit einem bestimmten Sentinel-3-Flavor dann. Und Sentinel-5P hat NetCDF mit einem Sentinel-5P-Flavor aus der Atmosphären-Community. Das heißt, ich habe jetzt schon mal bei 5 unterschiedlichen Remote-Sensing-Daten, habe ich 4 unterschiedliche Dateiformate. Und das macht es natürlich jetzt nicht leicht, wenn man diese Formate jetzt über eine Cloud oder auch über einen Remote-Service runterholen will und gleich verarbeiten will, weil ich muss dann immer so Zwischenschritte machen, um die Information aus den Metadaten mir zu holen, die dann zu konvertieren, dass das mein Programm wieder kann und. Das ist dann alles sehr speziell. Und damit halt, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, warum das sehr gut zum vorigen Vortrag passt, weil das sind ja zwei unterschiedliche Optimierungsmaßnahmen. Man kann erstens schauen, dass die Daten schnell an den User kommen und dass die Daten auch am Format, was jeder verstehen kann, an den User kommt, weil dann hat er nämlich keine Arbeit damit. Und das ist jetzt eigentlich die Motivation von diesem Vortrag. Als nächstes, das ist zweimal offen, möchte ich kurz zeigen, wie so ein Cloud-Optimized GeoTIFF erzeugt wird. Das ist auch ganz schön auf den Seiten von GTAL zu finden. Das hat alles der Yvan Rouen gemacht. Und geht es hier mit durch. Man hat, und was das Schöne ist, der hat auch so ein Validierungsskript zur Verfügung gestellt. Das kann man sich runterladen, das habe ich gemacht.
Das kann man sich dann auch, das ist jetzt hier so ein Jupyter-Notebook, dann kann ich mir das hier als Python-Library, oh, doch nicht, no module, ah. Bin in einem anderen Verzeichnis. So. Und dann kann ich das jetzt hier mal validieren. Das ist eine Datei, die tatsächlich schon Cloud-optimiert wurde, also eine GeoTIFF-Datei, und da habe ich hier diesen Output. Und wenn ich das dann noch extern validiere, das geht auch, dass man es in der Kommandozeile aufruft. Nee, Entschuldigung. Da habe ich hier ein Cloudless-Beispiel, ja, dann schaut es so aus. Das ist nicht die gleiche Datei, das ist eins, wo ich die Overviews und Details entfernt habe. Dann kriege ich hier die Meldung, dass das File größer als die und die Menge ist und keine internen Overviews beinhaltet und dass es nicht geteilt ist und dass die Image-File-Directory und so weiter alles nicht stimmt. Also mit diesem Skript, was man sich von der Seite von GTAL runterladen kann, kann man jede Datei dann überprüfen, ob die halt dementsprechend optimiert wurde. Und jetzt wollen wir so ein GeoTIFF erzeugen. Das passiert hier mit einem Sentinel-2-Datensatz, den ich hier runtergeladen habe. Machen wir mal GTAL-Info auch wieder drauf. Da sieht man, wie die aufgebaut sind. Das Schöne ist, dass der Sentinel-2-Treiber jetzt funktioniert von GTAL und auch ziemlich gut. Also ich habe das wie bei HDF-Dateien auch, sehe ich hier unten meine, also ich sehe hier oben natürlich die ganzen Metadaten, auf die gehe ich jetzt aber nicht ein. Sondern ich schaue mir hier unten meine Subdatasets an. Und Subdatasets sind zum Beispiel immer alle Bänder, die gleiche Auflösung haben. Also hier 10 Meter Bänder, 20 Meter, 60 Meter Bänder. Und dann haben es für eine schnelle Ansicht, um so Quick Looks zu bilden, gibt es noch so sogenannte so ein TCI-Subdatasets, das heißt True Color Image. Und mit dem Subdataset arbeiten wir jetzt weiter. Also wir definieren praktisch dieses Subdataset, das ist bei GTAL ja immer so, dass man hier eigentlich, wenn dieses Subdataset mit dem Ist gleich angegeben ist, dann eigentlich alles, was dahinter kommt, nehmen kann, um ein nächstes GTAL-Info drauf auszuführen, dann habe ich praktisch alles, was in diesem Subdataset ist, wieder, ich habe das vorher als Variable definiert und dann sehe ich jetzt hier mein Subdataset und habe hier oben wieder die Metadaten, sehe, dass es schön georeferenziert ist. Und weiter unten sehe ich dann, dass es drei Bänder beinhaltet, nämlich Rot, Grün und Blau. Und das ist eigentlich alles, was wir zu einer Darstellung brauchen. Und einfach, das reicht auch für viele Anwendungen, zum Beispiel das, was der Volker jetzt gezeigt hat, um die Daten einfach ja, auch für einen Geo-Server aufzubereiten. Also was wir bei Code.de zum Beispiel machen mit so einem Full-Resolution-Browsing, ist das oft eine ausreichende ja, Quelle. Da brauche ich nicht alle Bänder. So. Dann konvertieren wir jetzt dieses Subdataset. Das dauert jetzt nicht besonders lang im Notebook. Ich wollte trotzdem mal zeigen, dass man ungefähr so ein Geschwindigkeitsgefühl kriegt. Also für so einen Sentinel-2-Datensatz, der nicht so klein ist, sind ungefähr, schnell nachschauen, 10.000 Pixel oder sowas. Ja, genau, ungefähr 10.000 Pixel. Kommt man hier mit einer vertretbaren Geschwindigkeit an so einem Dell-Notebook durch. Und ich habe jetzt praktisch hier den JPEG 2000 Datensatz in eine TIFF-Datei komprimiert, habe den schon mal geteilt und habe ihn komprimiert. Das sieht man hier auch, wenn man wieder das ausführt. Bis jetzt ist nicht viel passiert. Ich kann mir das jetzt plotten. Machen wir mal schnell. Also ich lade das hier mit GTAL und plotte dann hier. Datensatz. Das heißt, so schnell habe ich das jetzt auf alle Fälle schon mal runtergeladen. Das muss man zweimal ausführen manchmal. So schnell habe ich das jetzt runtergeladen und kann eigentlich schon mit dem Datensatz jetzt arbeiten. Also ich habe jetzt hier ein GeoTIFF mit diesem True Color Image Kanälen. Dann mache ich mal wieder eine Validierung auf diesem und ich kriege immer noch die Meldung, dass das größer als 512 mal 512 ist und dass es interne Overviews beinhalten sollte. So, und jetzt kommt mein Lieblingsbefehl, GTAL Addo, der erzeugt diese Overviews. Ich führe ihn auch gleich mal aus. Geht jetzt in dem Fall relativ schnell. Und dann validieren wir es wieder. Und dann sehen wir, also die Overviews, die sind hier unten, die sind jetzt im Datensatz drin. Und
Was noch fehlt, ist die Aufbereitung dieser Image-File-Struktur, also im Header. So, gehen wir runter. Das mache ich dann mit einem dritten Schritt. Dann wende ich nur mit GDAL Translate an. Und das Entscheidende bei GDAL Translate ist in dem Fall, dass hier dieses Copy Source Overviews gleich Yes aktiviert ist. Das ist ein neues Feature von GDAL, was praktisch diesen Header dementsprechend aufbaut. Machen wir mal schnell. Definieren. So. Dann validieren wir es nochmal und sehen jetzt hier unten das Ergebnis. Ist a valid cloud optimized GeoTIFF. Das heißt, mit diesen paar Arbeitsschritten kann man die Daten jetzt aufbereiten. Das müssten natürlich jetzt wir auch machen und alle, die so Datenarchive vorhalten, diese Daten nochmal dementsprechend aufzubereiten. Also und jetzt auch nicht bloß die Subdatasets mit dem True Color Image, sondern alle Subdatasets, um die halt dann dem Benutzer zur Verfügung zu stellen. Das macht ja zum Beispiel Amazon und Google mit ihren Daten, wo die ja so eine Aufbereitung vornehmen. Die machen das nicht unbedingt in einem Cloud-Optimized-Format, aber die wandeln das ja alles nach GeoTIFF um. Und eigentlich wollte ich jetzt, aber dafür ist die Zeit ein bisschen fortgeschritten, deswegen werde ich bloß ganz kurz sagen, das Problem bei dem Ganzen ist das GDAL-Addo. Das GDAL-Addo funktioniert nämlich gut jetzt für diese Fernerkundungsdaten, wenn es kleinere Bereiche sind. Wir haben aber manchmal auch größere Datensätze. Zum Beispiel haben wir von dem Institut für Radartechnik so eine Waldkarte, die auf Terra-Satandem-Daten beruht, mit einer Bodenauflösung von 50 Meter für die ganze Welt. Das ist dann so groß, dass wenn ich da GDAL-Addo drauf loslasse, dass das tagelang rechnet und der fort und immer so ein Punkt jede, weiß ich nicht was, 5 Stunden mal kommt oder so. Ich weiß nicht, wer sowas schon mal machen musste. Das ist kein Spaß, vor allem wenn dann die Verbindung abbricht und man das aus Versehen nicht in einem Screen gemacht hat. Also generell ist das alles ja, schwierig und deswegen wollte ich eigentlich noch so einen Weg vorstellen, wie man mit GDAL-Addo effizienter so Teils berechnet und das beruht eigentlich nur auf dem Prinzip Teile und Herrsche. Man zerlegt das große Bild in kleinere Teils und oder auch in größere, also 10 mal 10 Grad Kacheln, zum Beispiel die ganze Welt sind da optimal. Dann berechnet man diese externen Overviews für die Teils. Leider sind diese externen Overviews nicht georeferenziert. Deswegen muss ich dann noch die Georeferenzierung von meinem ursprünglichen TIFF auf dieses Overview übertragen und dabei berücksichtigen, dass sich ja die Auflösung reduziert hat. Das geht aber relativ einfach. Und dann berechne ich praktisch für jedes meiner Teils die Overview und am Schluss musikiere ich dann diese Overviews, die größer sind, wieder und komme damit viel schneller zum Ergebnis. Also da reduziert sich dann die Zeit von 3-4 Tagen auf 5 Stunden vielleicht oder so. Und das macht natürlich auch was aus, wenn man so Sachen entwickelt. Das wollte ich kurz im Detail vorstellen. Dafür reicht jetzt die Zeit leider nicht mehr. Das hätte ich mir wahrscheinlich auch vorher denken können. Und deswegen gehe ich, glaube ich, hier nochmal zurück zu dem ursprünglichen Gedanken mit diesem Cloud-Optimized GeoTIFF und der Zurverfügungstellung mit Amazon. Das ist natürlich eine schöne Sache, wenn so eine Cloud-Provider das machen und das haben die natürlich auch so Datenanbietern wie der ESA oder auch sogar Code.de voraus. Und wir sind auch oft mit dem, ja, mit dem Anwurf konfrontiert worden, ja, das gibt es doch alles bei Amazon. Das ist nämlich inzwischen auch nicht mehr so, dass es alles bei Amazon gibt, weil die haben nämlich jetzt, also Synergize macht das ja, da gibt es jetzt zum Beispiel dieses Sentinel-2 Level 1 C-Layer, was bis jetzt frei war, seit einem halben Jahr, bloß mehr so als Request per Pay oder Pay per Request Bucket, wo man dann für jeden Zugriff auch dementsprechend abkassiert wird. Und deswegen ist so, und das passt meiner Ansicht nach ganz gut zu dem Thema, so als Schlusswort für alle, die hier anwesend sind oder das irgendwo hören, dass man durchaus auch Rückmeldungen und Feedback sowohl bei der ESA als auch bei den deutschen Betreibern, das ist in Deutschland zum Beispiel das Verkehrsministerium,
die so Sachen bezuschussen, weil das gehört ja zur digitalen Infrastruktur, dass sowas tatsächlich eine Infrastrukturaufgabe ist und eigentlich nicht privaten Betreibern belassen werden sollte. Weil wenn man das privaten Betreibern belässt, wie das jetzt zum Beispiel bei Amazon und Google ist, dann füttern die einen halt meiner Ansicht nach an und irgendwann zahlt man dann sehr viel für Daten, die eigentlich frei zur Verfügung stehen. Und das zeigt auch diese, vor ein paar Jahren hat es geheißen, wir brauchen freie Software, die haben wir jetzt zur Genüge. Dann hat es geheißen, wir brauchen freie Daten, Bildung und so weiter. Die ESA erschlägt uns mit freien Daten. Was wir jetzt bräuchten, ist sowas wie eine freie Infrastruktur, wo man diese Daten auch herbeziehen kann, oder freie Cloud, damit man nicht abhängig ist von Organisationen, die irgendwann entweder den Geldhahn oder den Informationshahn zudrehen. Und die Gefahr ist natürlich bei sowas sehr stark gegeben. Das wollte ich bloß kurz nochmal ansprechen, weil das eigentlich sehr gut dazu passt zu diesem Thema mit Cloud-Optimierung, weil diese Cloud-Optimierung betrifft ja im Augenblick hauptsächlich 2-3 Anbieter. Und wenn man diese Skripte anschaut und auch GEDAL Info, ich habe es mit der Open Telekom Cloud versucht, da funktionieren die zum Beispiel schon nicht, weil die ein bisschen eine andere Autorisierungsmechanismus haben als Amazon. Also, so viel die Schlussworte. Auf alle Fälle ist das Cloud Optimized GeoTIFF eine sehr gute Möglichkeit, um die unterschiedlichsten Daten zusammenzubringen in einem GeoTIFF-Format und dann halt performant über eine Cloud-Struktur anzuziehen. Was dann natürlich auch sowas wie das Interplanetary Filesystem oder DAT oder sowas sein kann. So, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben. Ja, vielen Dank, Christian. Ich kann das mit der ESA bestätigen. Also die bieten wirklich unglaublich viele Services an. Und die kriegen aber praktisch nie Rückmeldungen. Und das ist denen ganz wichtig. Also da möchte ich mich nochmal an diesen Appell anschließen. Gibt es Fragen an Christian? Danke für den Vortrag. Fand ich sehr gut. Ich habe eine sehr technische Frage. Wenn jetzt ein Softwareprojekt diese Cloud-Optimized GeoTIFFs unterstützen möchte, muss es dann noch irgendwas dafür implementieren? Könnte jetzt, ich meine, in QGIS auch einfach, ich meine, es ist ja das gleiche Dateiformat TIFF, kann man das einfach einladen und dann gleich die Vorteile nutzen? Ich zeige es mir schnell, das habe ich vergessen. Also im Augenblick ist das, was ich herausgefunden habe, es hängt eigentlich an GEDAL. Okay. Und da ja fast jede Software GEDAL-Treiber benutzt, QGIS auch, ist man natürlich dann sehr schnell. Also ich gehe jetzt hier mal so schnell rein und raus. Hoppla, Zoom to Layer. Also ich mache es jetzt mal konzentrierter. Ich komme jetzt hier bis auf die Bodenauflösung, ohne dass ich irgendeine Verzögerung habe. Ja. Weil halt immer wieder ein anderes Overview benutzt wird und QGIS unterstützt das voll. Okay, also wenn eine Software im Hintergrund GEDAL verwendet, dann kann man schon davon profitieren. Dann profitiert man automatisch davon. Wenn nicht, muss halt die Software dafür Sorge tragen, dass sie selber dieses Cloud Optimized GeoTIFF dementsprechend umsetzt. Hm. Und wenn ich zum Beispiel was mit Python mache, ich habe hier mal, was ist das? Hier Beispiel am Schluss. Ja. Da kann ich mir natürlich auch jedes von diesen Overviews, die kann ich auch extern erzeugen. Das muss ich dann machen mit dieser Mosaik hier. Dann kann ich natürlich auch diese externen Overviews zu benutzen, um mir so eine eigene Logik zu machen. Also hier habe ich die optimale Auflösung und hier habe ich die schlechteste Auflösung. Mhm. Und ich habe dann wirklich sehr viele Möglichkeiten. Und es wird zwar empfohlen, diese Overviews intern zu erhalten, weil das natürlich dann nur eine Datei ist. Aber man hat durchaus einen Vorteil, wenn man die extern hält, weil GEDAL erkennt, das macht keinen Unterschied, ob intern und extern. Und Performance-Messungen, die ich so ein bisschen gemacht habe, haben mir jetzt auch keinen großen Unterschied ergeben. Aber ich habe die Möglichkeit, dann wirklich jedes Overview ohne Mühe anzusprechen und kann mir immer das Praktische holen. Ich kann hier auch innerhalb von ein paar Sekunden mit einem, wo ist es? Nee, das ist das Falsche. Ach, das habe ich jetzt gar nicht offen. Mosaik. Ich kann auch innerhalb von ein paar Sekunden hier mit diesem Overview das Ganze visualisieren, indem dass ich halt hier das sechste oder siebte Overview hernehme, während wenn ich das halt mit dem ganzen Datensatz machen würde, wird der eine Stunde brauchen, bis er die Daten überhaupt rendert. Mhm. Also auf die Weise habe ich sowieso viele Vorteile und das macht eigentlich jeder, der mit diesen Rasterdaten arbeitet, eigentlich schon immer.
Insofern ist es auch nicht der große Wechsel, aber wenn es alle benutzen würden, wäre es halt sehr bequem. Ja, also ich merke auf jeden Fall, dass das Beispiel mit dem GeoTIFF jetzt schon ein bisschen Schule macht. Es gibt ja mittlerweile auch schon Cloud-Optimized GeoJSON. Ich glaube auch Cloud-Optimized Vector-Tiles. Mhm. Also das scheint jetzt gerade so ein bisschen um sich zu greifen. Ja. Arbeitet ihr mit den Formaten oder beschränkt ihr euch hauptsächlich auf Rasterdaten? Mit GeoJSON? Ja, also Cloud-Optimized GeoJSON. Und also ich jetzt persönlich weniger, aber die Leute, die natürlich, das sind hauptsächlich so die Client-Entwickler, die halt mit JSON viel hinterher machen, die machen das natürlich auch. Okay. Eine Frage noch. Ja, ich wollte fragen, wie sieht es denn aus mit der Dateigröße, wenn man das so bearbeitet hat gegenüber den Ursprungsdaten? Ja, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen. Man kann ja verschiedene Kompressionsmethoden hernehmen. Allgemein wird ja dieser Deflate-Algorithmus empfohlen, den ich ja nur unterschiedlich scharf schalten kann oder unterschiedlich hart einstellen kann. Und deswegen ist die Frage praktisch schwer zu beantworten. Also das kommt sehr darauf an, wie sehr ich das halt komprimiere. Aber was bei so, das ist ja jetzt eigentlich eine Maske. Also da sind jetzt plus vier Werte drin. Und da bringt immer sehr viel, wenn ich diesen Gration Option von GDAL benutze, mit den, wo ich die Bittiefe tatsächlich angeben kann. Also wenn ich eine Schwarz-Weiß-Maske nur habe, dann mache ich N-Bits gleich 1, also 2 hoch 1. Hier habe ich jetzt 2 hoch 2, also N-Bits gleich 2 gemacht. Und allein das reduziert dann die Dateigröße um Faktor 4, 5 oder so, also auch ohne Kompression. Also man kann sowohl mit der Farbtiefe als auch mit dem Kompressionsalgorithmus da wahnsinnig viel erreichen. Aber man kann es nicht als Faustregel sagen. Also bei Fernerkundungsdaten, wo ich natürlich eine viel größere Bandbreite habe an Werten, kann ich natürlich nicht die Farbtiefe einschränken und habe Integer. Daten, also Integer-Datentyp, da wird das nicht viel bringen. Ja, Christian, vielen Dank. Mir fallen da gleich Anwendungsmöglichkeiten für meine eigene Arbeit ein. Also echt super. Vielen Dank für die Einführung in cloud-optimierte GeoTIFFs. Danke.